So, dann wollen wir mal. Wir sollten nicht mit einem Stock gegen den Kriegsherrn kämpfen. Wir sollten schon mal die ganzen Heiltränke bereitlegen. Wo ist unser Sack mit den magischen Sachen? Da ist unser Sack mit den magischen Sachen. Was haben wir noch so an Geschicklichkeitstränken? Monster-Attacken brauchen wir nicht. Magie aufheben könnten wir vielleicht gebrauchen. Was können wir im Nachhinein noch machen? Was haben wir hier? Trank der Beweglichkeit. Der wird getrunken. Trank der Stärke hat auch nochmal einen Punkt gebracht. Und Trank der Feuerwiderstand. Nur so für den Fall. Und den Rest können wir benutzen, wenn es denn haarig wird. Sollen wir so einen Wuttrank? Den können wir auf jeden Fall auch schon mal stocken. Okay, wir sollten erst gucken, ob wirklich der Kriegsherr da drin ist, oder? Ist er nicht. Aber gegen die hier hilft es auch. Boah, roter Hulk. Zwei Schläge. Ja, doch. Das haut rein. So, jetzt schnell zu dem Typen, der gesagt hat, meine Magie bringt den Tod. Wenn das müsste der Kriegsherr sein. Mir fällt da kein anderer ein. Oh. Außer ein stinknormaler Magier. Das ist jetzt nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir gedacht habe. Also klar, die Magie von einem Magier kann auch den Tod bringen. Aber bei dem Satz bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass der Kriegsherr gemeint ist, weil er diese Unheilsschlacke hat, die auch den Tod bringt. Na gut, vielleicht ist er doch noch irgendwo anders. Wir sind ja schließlich in der Burg des Bösen und wir sind schon ziemlich weit oben. Viel Platz zum Verstecken hat er nicht mehr. Außer er ist gar nicht in seiner eigenen Burg. Wie es den Anschein hat. Denn es geht hier nicht weiter. Oder war der leicht bekleidete Typ hier jetzt der Kriegsherr? Nee, es kann nicht sein. Dann würde auch irgendwas auf dem Boden liegen und eine Animation kommen und was weiß ich. Aber die Truhe ist leer. Hier waren nur die zwei Feuerdämonen. Was macht dieses Grüne? Minus Stärke. Ja. Okay, also habe ich gerade jede Menge Tränke umsonst verschwendet. Aber gut, da habe ich selber Schuld. Damit muss ich jetzt auch leben. Das werde ich nicht neu laden. Was hast du gemacht? Ist irgendwo irgendwas aufgegangen? Ich habe jetzt alle Schalter gedrückt, also diese Hörner runtergedrückt. Trotzdem hat sich hier nichts verändert. Nö. Na gut, dann müssen wir wieder runter. Und unten war dort noch was zu erledigen? Wenn nicht, müssen wir zurück zum Amboss der Dämmerung. Das heißt zurück, dann müssen wir einfach dahin. Da waren wir bisher ja noch gar nicht. Ja, anscheinend sind wir hier. Jedenfalls hier oben durch. Hier unten war noch eine Tür. Und dann brauchte man einen Angstschlüssel. Angstschlüssel, Angstschlüssel. Ja, den da wahrscheinlich. Sehr schön. Zack. Ist hier drin vielleicht der Kriegsherr? Bitteschön, danke sehr. Nee, nur weiter rote Dämonen. Ganz schön großer Raum. Oder Korridor eher. Und sehr viele von den Viechern. Ist aber ein gutes Zeichen. Also wenn man erstmal nach ganz oben im Turm muss, einen besonderen Schlüssel finden muss und dann gegen ganz viele Gegner kämpft, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, dass dahinter irgendwas ist, was man braucht. Nee, Steine brauchen wir nicht. Dass in jedem Dungeon diese rollenden Steine sein müssen. Na, wenigstens machen. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, na, wenigstens machen die nicht so viel Schaden. Der da mit seiner Axt sieht so aus, als wenn er Schaden machen würde.
Aber er will wohl vorher mit uns sprechen, bevor er uns umbringt. Und da liegt irgendwas zu seinen Füßen. Speichern wir mal ab. Nicht hier, sondern da. LP77. Ende? Fragezeichen? Es gibt kein Fragezeichen. Aber ich glaub's echt nicht. Es fehlt ja noch ein ganzer Dungeon. Aber na gut. Gucken wir mal. Oh, das ist einer der Helden. Genug, lasst ihn gehen. Keinesfalls. Und ihr seid danach an der Reihe. Dann könnt ihr also die Zukunft voraussagen. Die eure ist leicht genug zu erkennen. Der Kastellan hat recht. Wenn ihr diesen Ort nicht sofort verlasst, seid ihr des Todes. Ich habe schon zu viele gute Leute sterben sehen. Daher werde ich euch nicht im Stich lassen. Der Kastellan? Das ist gar nicht der Kriegsherr. Er hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil seine Stimme ist ganz schön hoch. So einen Kriegsherrn habe ich irgendwie ein bisschen tiefe Erinnerung. So wie er hier zum Beispiel, so ein richtiger Bär. Aber gut. Werdet ihr mir gegenüber genauso viel Mut zeigen wie bei dem Gefangenen, Krieger? Sicher. Und werdet ihr euer Mundwerk noch genauso weit aufreißen, nachdem ich euch geschlagen habe? Seid ihr taub oder närrisch? Rennt, solange ihr noch könnt. Seid unbesorgt, denn ihr werdet bald frei sein. Es ist nicht seine Kampfkraft, es ist seine... Sei ruhig, du Eidechse. Würde ich diesem Schuppenmonster das Wort erteilen, dann würde es euch von meiner Rüstung erzählen. Mein Gebieter hat sie angefertigt. Die Unheilsschlacke gibt ihr Kraft. Weder Zauberkraft noch Waffen können mir etwas anhaben. Dieser dort wird jetzt sofort sterben. Dann werden wir kämpfen. Nein, ich werde mich euch anschließen. Was? Ich schwöre... Mein Volk hatte recht. Das Gute kann nicht siegen. Seinen Glauben habt ihr zerstört. Doch bei mir wird euch dies nicht gelingen. Gut, dass wir das Schwert haben. Denn nur das Schwert, was wir gerade tragen, ist in der Lage, durch das Metall durchzuschneiden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, läuft sehr gut. Der ist einfacher als manch Gegner im Dungeon. Nun seid ihr nichts und niemand mehr, Kastellan. Dieser gute Mann jedoch wird in meiner Erinnerung weiterleben. Dieser gute Mann? Der kleine Goblin da hat uns gerade verraten, oder? Er wollte sich dem Feind anschließen? Und er hat nichts mehr zu reden. Ja, wäre auch komisch. So, was haben wir hier? Unheilsschlacke. Kiste? Unheilsschlacke? Das ist jetzt komisch. Ah, eilig steckst du die Unheilsschlacke in die Truhe. Und du heißt jetzt Truhe mit Unheilsschlacke. Schön, schön. Das heißt, wir werden jetzt nur noch zum Amboss der Dämmerung müssen. Die Truhe ist leer. Also nur noch zum Amboss der Dämmerung müssen und da das Teil einfach wahrscheinlich reinschmerzen. Zu aller Herr der Ringe. Aber der Kriegsherr wird da bestimmt auf uns warten. Und warum geht die Wand jetzt nicht wieder auf? Ah, okay. Dann gucken wir uns mal kurz hier in dem Gewusel um. Und dann gehen wir einfach raus. Ich denke mal, hier wird irgendwo ein Teleporter sein, mit dem wir schnell raus können. Das ist ja meistens so. Aber wenn nicht, dann müsste der Weg an sich auch nicht allzu lang sein. So, auf der Seite war schon mal nix. Da ist der tote Kastellan. Was ist eigentlich ein Kastellan? Ist das so eine Art Priester? Und hier sind auch überall nur Statuen, also alles nur Deko. Um einen möglichst imposanten Raum zu schaffen, um der Person des Kastellans mehr Wert beizumessen. So, hier werden dann nur die Steine hin und her rollen, denke ich mal. Ja,
Tonk. Und die Druckplatten werden nur Fallen ausgelöst. Oh, was haben wir denn hier? Ein, Raum, wo nichts drin ist. Waren wahrscheinlich Gegner dann drin, hm? Und hier genauso. Ja, ähnlich wie bei dem Baum. Also sind zwar denn Geheimwände, aber nicht um irgendwas Tolles zu finden, sondern einfach nur um erschreckt zu werden oder sonst was. Aber gut, wir wollen runter. Das heißt, wir müssen darum. Wurde unserem Helden eigentlich schon mal gesagt, dass er zum Amboss der Dämmerung gehen muss später und da die Unheilschlacke zerstören? Ich kann mich gar nicht erinnern. Aber müsste ja eigentlich, ne? Unser Auftrag ganz am Anfang war, finde die böse Magie des Kriegsmeisters und zerstöre sie. Aber dieser Prophet, der uns losgeschickt hat, er wusste nicht, wie, oder hat uns zumindest nicht gesagt, wie wir sie zerstören sollen. Wir müssen einfach nur irgendwo in den Teleporter rein. Und Feuerberg wollen wir nicht. Wir wollen zum Amboss der Dämmerung. Da dürften wir hier richtig sein. Also, erstmal Stock in die Hand. Heilung. Dann gucken wir erstmal, ob wir einfach so zum Amboss der Dämmerung hingehen können. Und ob wir hier überhaupt richtig sind. Oh, zwei Waffenstufen. Hiebwaffen, Hiebwaffen. Und Erdmagie, Erdmagie. Fertig. So, da geht's zurück. Oh, wir müssen an dem Feuerberg hier erst vorbei. Stimmt. Also müssen wir gleich doch wieder rein in den Teleporter, dann zum Feuerberg, durch den Feuerberg durchhuschen und dann zum Amboss der Dämmerung. Ja, stimmt. Wir waren ja schon einmal bei dem anderen Ausgang im Feuerberg. Da mussten wir unsere Säcke auf die Druckplatten legen, um die Tür aufzubekommen. Also, dahin. Nee, nicht hierhin. Dumm, dumm, dumm. Hierhin, wo wir schon mal durchgehuscht sind. Sind wir jetzt bei dem Ausgang? Mach jetzt hier unseren Sprung zum Feuerberg. So, dann hier rein. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir am schnellsten auf die andere Seite kommen. Z, Y. Ja, das sieht schnell aus. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir da überhaupt hinkommen. Es gibt nur einen Weg. Hüpf, hüpf, hüpf. Immer noch nur... Ah ne, hier gibt es zwei Wege. Wo man sich hier nur drehen kann. Warum auch immer sie das hier eingebaut haben. Aber na gut. Steht da jemand im Weg? Das Weiße, das sieht aus wie eine Statue. Der Amboss der Dämmerung. Dies ist das Ende der Unheilsschlacke. Ja, schauen wir mal. Genau du. Komischer Riese ohne Hände. Es scheint, dass du ziemlich arm dran bist. Oh Mann. Die Zeit und das Eis können viel Schaden anrichten. Und das würde ich angesichts einer solchen Unverschämtheit auch. Ich bitte um Verzeihung. Meine Worte sind nicht immer die klügsten. Mhm. Wie lange stehst du bereits hier? Seit es den Amboss der Dämmerung gibt. Ich gebe den Weg frei. Ohne deine mächtigen Arme wird das schwierig sein. So ist es. Trotzdem sind meine Arme nur ein Werkzeug. Bringe sie zu mir zurück. Dann spricht die Worte des Öffnens. Gut. Also in dieser Reihenfolge. Ich werde tun, was ich kann. Also die Worte des Öffnens haben wir schon mal gefunden auf einer Schriftrolle, die wir hoffentlich noch irgendwo haben. Aber die Arme... Wo sind die? Was ist mit deinen Armen passiert? Wo sind sie?
Die Zeit und das Eis haben sie mir genommen. Nun liegen sie irgendwo dort unten im eisigen Ödland. Im eisigen Ödland? Wo ist das eisige Ödland? Amboss der Dämmerung? Feuerberg? Alter Baum? Wir können zurückgehen und wir können hier was machen. Wer hat nichts mehr zu sagen, die Kette auch nicht. Na gut, dann speichere ich jetzt mal wieder ab. Und in der nächsten Folge müssen wir gucken, wo das eisige Ödland ist. 78, nicht das Ende. Da, und wir sehen uns gleich wieder.